Felder auswandern. Ey, du Pissnecke. Hm? Was? Ey, du Pissnecke. Meinst du mich? Ja, genau dich. Setz dich hin, du Gesichtsschaschlik. Warum sollte ich? Weil ich sonst deinen Browserverlauf veröffentliche. Und nun öffne den Gopnik Explorer. Mhm, okay, wohin geht's? Rufe jetzt YouTube auf. Aha. Alter, ich hasse das neue YouTube-Design. Ich auch. Sieht genauso kacke aus wie du. Geh mal zum Friseur. Ey, ich will ja nächste Woche... Hör auf zu quatschen, mach mal den Mund zu, es zieht. Was soll ich jetzt hier? Geh auf deinen Kanal. Sieht aus wie immer. Du hast jetzt 400 Abonnenten. Oh, stimmt. Tatsache, coole Sache. Und jetzt leg los. Mit was? Weiß ich doch nicht. Wie wäre es, wenn du dich bei deinen Zuschauern mal dafür erkenntlich zeigst, du undankbares Stück Scheiße? Guter Plan. Danke. Bedanke dich bei dem Plakat hinter deinem Bildschirm. Wofür das schon wieder? Dafür, dass es die ganze Zeit dein blödes Gelaber anhören muss. Hallöchen zusammen, werte Freunde, ein herzliches Willkommen, bla bla bla. Ihr habt ja jetzt den Einstieg gesehen. Wenn euch der gefallen hat, könnt ihr mal liken, kommentieren, irgendwas. Ist mir eigentlich komplett egal. Also, wie euch der Einstieg gefallen hat, das meine ich damit. Also, ja, fange ich an. Es ist mittlerweile am nächsten Tag. Ich sehe immer noch aus wie Scheiße, weil draußen war Action und ich wurde gebraucht. Plausibel. Ja, ich glaube, mein Handy hat sich gerade gemeldet. Ja, wir haben jetzt... Also, ich habe 400 Abonnenten erreicht. Wow, das ist krass. 400 Abonnenten, es ist gerade total weird, in die Kamera zu schauen. Nix für ungut, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 400 Abonnenten, das sind... Wie willst du das sagen? Also, mein Ziel auf YouTube waren ja ursprünglich mal die 1000 Abonnenten. Ohne Witz, sind sie immer noch. Das heißt, wir haben 40%. Alter, das ist peinlich, Alter. Egal. 40% haben wir, oder ich, erreicht. Also, dank euch, habe ich 40% erreicht von diesen 1000 Abonnenten. Das ist abgefahren. Das ist richtig abgefahren. Alter. Es sind einfach... Es geht halt bergauf. Das finde ich geil. Man expandiert immer weiter. Und deswegen, es braucht immer einen gewissen... Ich sag mal, wann habe ich angefangen? Ende 2013 habe ich angefangen. Auf die Dauer ist das eine ziemlich Kackbilanz. Das ist mir aber komplett egal. Mir geht's nur um euch, dass ich euch unterhalten darf. Und ich möchte euch unterhalten. Und das ist so mein Hobby. Und als Hobby ist das, ich finde das komplett in Ordnung. Von daher, da ich das nicht kommerziell mache oder so, oder keine bestimmten Werte erreichen muss oder irgendwas, ich finde das komplett cool. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Ich hatte jetzt vorhin, glaube ich, gesehen, 410 sind es sogar schon. Ich weiß es nicht mehr. Naja, oder war das was anderes? Nee, ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Und, aha. Ja, ich schaue gerade rein, was im Discord noch mit reinkommt gerade. Ja, und deswegen, ich möchte einfach nur kurz sagen, Dankeschön dafür. Das ist danke, ich bin euch sehr verbunden. Ende. Als YouTuber will ich jetzt eigentlich nicht groß ausbauen, aber man hat halt immer weniger Wert. Es wird immer oberflächlicher irgendwie. Das ist alles nicht mehr so ganz das, was ich mir noch irgendwie vorstelle. So ein bisschen, zumindest im Kern davon. Und ich weiß nicht, ich möchte euch unterhalten und ich möchte gern, dass ihr eure Meinung mit einbringt.
Also irgendwie so nach dem Motto, ja, mach's nächstes Mal, weil ich mache ja größtenteils Let's Plays, mach im nächsten Let's Play das und das oder probier mal das und das. Ich habe da sogar noch ein paar Sachen petto, die ich nochmal probieren will. Oh ja, halt weniger Likes, gibt natürlich auch Sachen, man probiert sich aus. Und da habe ich jetzt nochmal einen wichtigen Punkt ganz zum Schluss gefunden. Denn warum ist denn das hier eigentlich so? Die Spur ist hier irgendwie so leise. Naja, kümmere ich mich nachher drum. Das ist mir nämlich noch aufgefallen, dass ich mich ja die ganze Zeit so irgendwie gesucht habe. Das heißt, ich habe mit YouTube angefangen. Ich hatte jetzt nicht wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Doch, ich hatte den diese grobe Richtung. Ich mache Let's Plays und Technikvideos, beziehungsweise Erklärvideos, sprich Tutorials unter dem Fachbegriff, wie man es kennt. Fachbegriff. Fachbegriff. Und da dachte ich mir dann, okay, du machst jetzt halt so Sachen, da erklärst du was. Und ich denke, die habe ich jetzt abgebaut, weil da ist nicht viel passiert. Aber das könnte ich mal wieder so anfangen. Vielleicht ergibt sich ja, weil es ist halt, es gibt halt haufenweise Leute, denen musst du mit der Technik helfen. Windows will gerade irgendwas warten. Naja, es gibt halt viele Leute, Leuten, die kannst du halt somit auch helfen und ich möchte auch gerne helfen, also ich möchte unterhalten und helfen. Der ist unwichtig, da schaue ich mal, was passiert, aber ich habe mich trotzdem im Let's Play wiedergefunden und ich merke, es wird sehr gerne Rennspiele gesehen, beziehungsweise Need for Speed und das finde ich geil. Das finde ich wirklich ungelogen, das finde ich richtig geil, weil Need for Speed feiere ich. Das ist ziemlich geil, genauso wie auch, was haben wir noch? The Crew haben wir im Angebot. Project Cars, gut, das war mal, das ist jetzt nix so. Aber ist auf jeden Fall sehr cool, das wird gern gesehen. Und da ist ja Need for Speed World jetzt auch wieder im Auferleben an die Leute, die es nicht wissen. Und ja, meine Gestik, Mimik passt vielleicht gerade überhaupt nicht zusammen während des ganzen Videos, weil das alles spontan und ich habe nichts geskriptet und ich möchte halt ehrlich sein. Und ja, damit ist das Ganze gut abgerundet und es freut mich. Genau, ich muss jetzt erstmal weitermachen. Hat mir auf jeden Fall gefallen und ihr könnt ja mal eure Bewertung da lassen. Noch ein paar Vorschläge, spielemäßig oder sonst was. Könnt mich immer jederzeit anschreiben, noch auf meinem Discord mit joinen, mir auf Twitch folgen. Ach, ich will eigentlich nicht so Mainstream werden und jedes Mal sagen müssen, lasst ein Like da, abonniert und fickt die Wand an. Tschüss. Hallöchen, Freunde, ich bin's nochmal, euer Massive Plays. Das ist jetzt nochmal kurz ein Anhang. Ich hab vergessen, was zu fragen bzw. zu sagen. Und zwar, ob denn ein Interesse besteht an speziellen Veränderungen oder beziehungsweise an erkennbaren optischen Anpassungen oder sowas. Also sprich, bestünde denn ein Interesse an Infokarten, so nach dem Motto, soll ich mal ab und zu ein paar Umfragen machen oder so, was haltet ihr von dem und dem? Oder, also, weil die sind statistisch bewiesen gerne gesehen. Deswegen wollte ich das jetzt auch mal ansprechen, gerne. Oder, was haltet ihr von Endcards? Sind die schon wieder, ja, ist der Trend von den Endcards vorbei? Oder würde euch das interessieren? So nach dem Motto, ja, ist ja mal gut zu wissen, was nächstes vorgeschlagen würde. Oder ob es eine spezielle Verlinkung zu irgendwas gibt. Oder ob jemand mitgemacht hat oder so. Oder ob irgendwie, ja, in der Videobeschreibung, die soll individueller wirken, so nach dem Motto, was passiert jetzt in dieser Let's Play-Folge? Oder was haben wir noch? Intro vielleicht noch? Möchtet ihr ein anderes Intro sehen? Oder soll das leiser werden? Oder andere Musik? Ich weiß es nicht, deswegen möchte ich mal fragen. Und wer sich jetzt mal die Zeit bitte kurz nimmt, weil das würde mir echt helfen, dann mal bitte kommentieren, was gerade läuft und was nicht so läuft. Ich bin da auch komplett cool und ja, das würde mir helfen. Dankeschön, schönen Tag noch.